Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything? Für viele ist ja das Campen das eigentliche Highlight hier beim ultimativen Grand Slam in Klagenfurt am Wörthersee. Dramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Ist wirklich so lustig, oder was ist der Reiz daran, da zu campen? Na ja, campen hat einerseits den Reiz, dass man jederzeit heimkommen kann, ohne dass man irgendwie einen Schlüssel oder sonst irgendwas braucht. Dann eben, ja, lauter Leute, viel Leute eben, gemütlich zusammensitzen und einfach frei sein. So, sagt mal, was ist eigentlich der genaue Reiz, da jetzt zu campen? Es ist extrem kalt, aber was ist es? Es ist einfach das Volleyball spielen und durch das, dass wir selber auch spielen, jetzt sind wir eigentlich jedes Jahr herunter. Und es taugt uns einfach voll. Bei euch ist eigentlich eh kuschelig warm da im Zelt, gell? Was macht ihr da gegen die Kälte oder so? Ja, wir haben vorher erst aufgebaut, also es hat noch keine Zeit gehabt, dass es kalt wird. Also jetzt gerade erst kommen? Ja, wir sind in der Früh gekommen und haben so ein kleines Stadion und vorher das Zelt aufgebaut. Ja, und wenn es wirklich zu kalt wird, müssen wir sich halt ein paar Mädels einladen, oder? Ihr seid ja gerade fleißig am Zelt aufbauen, gell? Wie wird denn das? Bist du da geübt, oder? Ja, ich glaube, das darf normal kein Problem sein. Wir haben das ja schon öfter gemacht. War zwar ein bisschen Stress mit reinkommen, aber das passt schon. Also, sag mal, es ist ja schon ziemlich kalt jetzt, ne? Was habt ihr hier vor, gegen die Kälte da zu machen jetzt? Ja, wir werden dann natürlich die ganze Nacht voll in Partystimmung verbringen und dann warten vor dem Stadion, dass wir dann reinkommen in der Woche. Macht das was, wenn in der Party drin haben? Was ist der Tabak da drin? Gell? Das ist noch gar nichts. Sag einmal, was eigentlich so cool ist da jetzt am Campingplatz? Es ist alles leiwand. Die Leute sind leiwand, die Stimmung ist leiwand, es ist alles leiwand. Und vor allem die Leute da drüben sind leiwand. Da muss die viel machen. Das sind die geilsten überhaupt. Wir haben alles dabei. Alkohol, Skorn. Mein Zelt ist unter Wasser. Ich schlafe im Ding, im Auto da. Ja, hallo. Es freut mich, Sie anzutreffen an diesen schönen Abend. Warum haben Sie so eine gute Figur? Ich tue immer Beachvolleyball spielen und trainiere das sehr hart am Court. Ja, wir sind gerade vor 2 Stunden angekommen. Wir haben gerade mal die Mädels aufgeholfen mit dem Zelt. Und so. Aber wir schauen, dass alles rund läuft, mehr oder weniger. Und was wird das Highlight heute Abend werden? Das Highlight, das ist die Frage. Ich glaube, für 3 Beachparty am Campus von Klagenfurt, das wird wahrscheinlich die Highlight-Party werden. Was erwartet ihr euch von heute Abend noch? Irgendeinen Abschlepper oder was? Nein, absolut nichts. Wir sind alle vergeben, bitte. Wir sind alle brav, das ist keine Frage. Wir reißen uns alle zusammen. Wir sind immer online, nämlich. Immer sind wir online. Es ist leider das Tag gemacht. Eine feste Moderatorin habt ihr auch. Das ist das. Also mir gefällt am Campingplatz auch schon richtig gut. Überlegt, ob ich nicht vielleicht doch da bleibe und nicht zurück ins Hotel gehe. Echt coole Stimmung hier, wir haben es gesehen. Und ich freue mich auf den Abend.